zurück bei Forward to the Sky. Als das Mädchen größer wurde, geschahen seltsame Dinge um sie herum. Die Kristalle begannen zu verschwinden und die einst blühenden Minen versiegten. Die Menschen beschuldigten das kleine Mädchen, die Kristalle versteckt zu haben, und begannen sie zu verteufeln. Sie wurde geärgert und geächtet, sie züchtigten sie und erklärten sie zur Hexe. Also ist unsere Hexe eigentlich mega unschuldig und will eigentlich eher Mitleid. Oh, es wird dunkel. Ein dunkles Level, interesting. The girl the crystals remember. Is she the witch? Why is she hiding the crystals? Ja, wahrscheinlich hidet sie nicht die Crystals, aber warum, was zur Hölle geht hier ab? The people wouldn't despise her. Wieso bin ich gerade so gerutscht? Habt ihr auch gesehen, ne? War ich nicht der Einzige? Was ging denn da ab? Okay, ist schon mal wirklich. Kann ich mich von denen einfach nur treiben lassen? Die Antwort lautet scheinbar nein. Okay, die Kristalle nicht berühren. Oh Gott! What a strong wind. Maybe if I jump onto the platform, I can float ahead. Das ist ja ein cooles System. Oh. Oh gut, ich sollte vielleicht auch hingucken, wo ich hinfliege. Das ist immer so ein ganz guter Tipp, grundsätzlich. Muss man hier auch noch um Kurven fliegen, ja? Das wird ja alles komplizierter hier. Hä? Bin mir immer noch ziemlich sicher, dass das geht. Nur halt nicht mit mir. So, jetzt aber. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt packen. Oh Gott. Is it you who hid the crystals here? Please don't hurt the crystals. Don't hurt the crystals. What does that mean? The voice disappeared. The witch has hidden somewhere. The witch has hidden somewhere. Also für mich ist die Witch nicht unbedingt so das Böse. Oh oh, oh oh. Wo zur Hölle? Ah, jetzt hätte sie mich hier oben wieder rauslassen. Die Frage ist nur, wo soll ich jetzt hin? Den anderen Weg da wahrscheinlich gehen, ne? Ja. Okay, hier geht's immer noch nicht lang, muss ich doch erstmal da runter. Auch das ist natürlich kein Problem für solche. Okay, könnte vielleicht doch zu Problemen werden. Wie soll ich denn da kommen? Okay, so nicht. Ja, ich kann auch über den nicht gleichzeitig auch zurück, oder? Ich komme ja auch gar nicht erst an. Wie soll ich denn jetzt. Okay, jetzt habe ich leichte Probleme. Und ich muss halt tatsächlich hier nochmal so rum, aber dann. Ohne halt am besten getroffen zu werden. Gut. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Oh Gott. Ich hoffe, das ist kein Rätsel. Wenn ja, da habe ich, glaube ich, sehr viel falsch gemacht. God damn it. So, ich weiß gar nicht mehr, bis welchem ich gedrückt habe und bis welchem nicht, ey. Gut, man sieht, welche umgelegt sind, das ist gut. Hilft mir jedenfalls weiter. So. Frage ist so, welche fucking Dinger sind das? Da kommen wir. Ach hier, na ja, gut.
Ich find's schön, wie die Soldiers da so stehen und sich denken, hö, was ich? Nö. Ich hab damit nichts zu tun mit dem Kampf, der hier abgeht. Ich stehe nur nebenbei rum. Und Spaß, ich bin auch fast dafür, den Tower zu lieben, weil diese Hexe scheint mir weder sonderlich böse noch. Sie kommt mir aber schon so vor, als wüsste sie ein. What? Als wüsste sie, wovon sie redet. Ja. Das hab ich noch nie in meinem Leben mehr gesehen. Hat das Sinn gemacht? Nee. Muss ich hier? Das habe ich, glaube ich, sogar gerade den Kristall verloren, oder? So! Alter, das Kampfsystem ist sowas von für den Arsch. Achso, das ist nur die Leiche. Wohin? Ach Mann! Kinder, das könnt ihr mit der Kamera nicht machen. Oh Gott. The skeletons. They're not gathering crystals. Then why are they all carrying crystals? Ich sehe nix. Wie soll ich den Scheißdingern ausweichen, wenn ich sie nicht sehe? Alter Vater, ey. Das war eine Fahrt, ey. Wenn du nichts siehst, ist es ein bisschen schwierig. Kann man sich vielleicht vorstellen. Aber die Jump'n'Run-Passage finde ich cool. Ist zwar auch nicht unbedingt so genau, aber macht schon ein bisschen Spaß. Ist mehr Spaß als die Kämpfe, weil die Kämpfe sind wirklich einfach nichts anderes als Qual. Das war knapp. So. Irgendwie so aus, als wären wir schon fast. Vielleicht fast am Ende des Levels irgendwie. Sehr langer Weg. Ja, ich bin tatsächlich schon am Ende. Okay, dich habe ich scheinbar verplant. Also, wie komme ich jetzt wieder zu dir? Warte mal, ich kann es nochmal probieren, also. Da war der Start von dem. Ja, bis auf die Statue habe ich doch nichts verpasst, oder? Okay, also ich verpasse hier echt schon mal ein bisschen viel in dem Spiel. Wie soll ich denn bitte schön zu der Dingens hin? Ach, da! Ah! Aber gut, dass man das jetzt mal gesehen hat. Muss ich schnell genug nur reagieren und nach rechts quasi? Ja, wie soll ich denn da hin? Wie soll ich denn da hinkommen? Das würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren. Muss hier irgendwie gehen.
Komme ich ja, glaube ich, eher hier so hin, ne? Ja, genau, stimmt. So. 75. Habe ich verstanden, aber wo der Rest ist, kann man mir wahrscheinlich nicht so gut beantworten. Was hat er vielleicht noch da drunter irgendwie? Weil da habe ich gerade auch noch was gesehen. Okay, da ist er nicht. Also müssen wir jetzt in den Ballon gehen quasi. Okay, oder wir müssen doch nochmal hier durch. Kann nicht wahr sein. Mein Gott! Was, welche waren denn die Dinger, die wir gerade unter uns gesehen haben? Die haben wir mit Sicherheit auch schon mal irgendwo durchgegangen, ne? Was, das ist die ganz am Anfang gewesen. Oh, knappe Sache. So, drittes Level geschafft. Aber auch hier schon wieder nur 75. Die Hexe wurde aus ihrem Zuhause verbannt und führte ein einsames Leben. Sie fand Unterschlupf in einem verborgenen Hain voller Kristalle. Wenn sie sich einsam fühlte, redete sie mit den Kristallen. Sie brauchte sie nur zu berühren, um zu wissen, wie sie sich fühlten. Sie hatten Angst, abgebaut zu werden und waren zutiefst verzweifelt. Aha, aha. Die Folge geht nur 11 Minuten. Das sind also 12. Komm, wir hängen noch ein bisschen hinten dran. Den Anfang von Level 4 hängen wir noch dran. The witch that the crystals remember seems so alone. Was bist du? Was zur Hölle? The lever looks like it turns. Try to push it and see. Welcher Hebel? Ich habe keinen Hebel gesehen. Ach, der Hebel. Soll das sagen, falsche Richtung oder was? Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Hebel, ne? Ach, der Hebel. Vielleicht meinte sie den. Aha, aha. You can't continue onward. Witch, what are you trying to hide, princess? Okay. Oh, das war eine Magierin oder was? Oder eine Hexe oder ein Hexherr? Wahrscheinlich eher. Und ja, beides Geschlecht, schätze ich mal, wenn das hier einfach nur Menschen sein sollten, die mal gelebt haben. So, dann müssen wir dich töten. Nein. Nein! Wo ist er denn jetzt? Ich muss da ja die Treppe hoch. Wie soll ich das denn machen, wenn ihr mir nicht helft? Nur weil sie gesagt hat, nee, geht nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel da... Ich verstehe nicht so ganz das System dahinter, wann was aktiviert wird und wann nicht. Ich glaube, das sorgt jetzt auch gerade dafür, dass ich keinen Plan habe, wo ich hin soll. So, aber wenn ich jetzt wieder darauf... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und das gleiche gilt wahrscheinlich auch hierfür, dass ich da auch nochmal so... Mal kurz gucken muss, welches der richtige ist, oder? Habe ich das richtig verstanden, das System? Okay, schau mal nicht. Warum denn nicht?
Was willst du mir sagen, Spiel? Gut, ich bin jetzt einfach mal froh, dass es da ist. Und hinterfragt das nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.